Oh, morgen wird Apfelsaft gemacht. Schauen wir, ob wir es fast voll kriegen. So, jetzt waschen wir schon mal die Äpfel. Den Natron mit rein. Äpfel waschen. So, jetzt tun wir alle Äpfel vierteln. Da sind dann keine Würmer und keine faulen Stellen drin. Aber ich hoffe, es schmeckt trotzdem. So was bleibt halt normalerweise drin. Muss ich jetzt schon ein paar Stunden beschäftigen, die Äpfel ausschneiden. Aber egal. So, wir versuchen heute selber Saft zu machen. Mittels einer gekauften Presse von eBay. Die hier kostet ungefähr 150 Euro. Die Äpfel habe ich zurechtgeschnitten. Wir wollen jetzt dieses Keckfass reinbringen. 50 Liter Fass, das ist Brauereifass, gebraucht gekauft, kostet 80 Euro ungefähr. Dazu habe ich eine Armatur, eine umgebaute. Das Fass wird mit CO2 beaufschlagt, mit 5 Bar. Und somit ist der Apfelsaft Rohkostqualität konserviert und kann 2 Jahre aufbewahrt werden. Fitting oder dieses Rohr wird getauscht. Und das hier ist ein Umbau, da kann man dann seine CO2-Leitung anschließen. Und oben kann man einen Zapfhahn drauf machen. Das wird dann hier eingeschraubt. Ist natürlich erst. Da kommt CO2 drauf. Da reicht so eine kleine Flasche, kostet 50 Euro ungefähr. Manometer dazu und den Schlauch, der da drauf passt, auf diesen Anschluss. Das kann man alles im Set kaufen. Ich verlinke das unten im Video. Wir haben hier verschiedene Zapfhähne und kann dann einfach aus dem Fass rauszapfen. So, das wird die Presse. Das Fass ist gereinigt mit Spülmittel und heißem Wasser, habe ich mehrfach ausgewaschen. Das ist die CO2-Flasche. Das ist der Häcksler. Da kommen die geviertelten Äpfel rein und werden dann durchgehäckselt. So sieht es dann aus. Alles daneben. Sowas. Es funktioniert. Wir müssen schnell den Finger reinstecken. Genau. Das wollen wir nicht, sonst haben wir einen Fingersaft.
So, mit der Holzpresse habe ich jetzt alles ausgepresst. Und leider habe ich zu wenig Saft, um ein Fass voll zu kriegen. Jetzt presse ich das nochmal in unserer Zweitmaschine in der Küche aus. Da hole ich nochmal 50% raus. Und hier ein Angel Juicer. Das, was da übrig bleibt, ist einfach nur noch trockenes Pulver, mehr oder weniger. Sieht man es? So, das ist jetzt unsere Saftpresse Angel Juicer. Mit der presse ich es nochmal aus. Ich habe jetzt da aus einem Behälter den Eimer ausgepresst. Das ist ein 10 Liter Behälter. Das sind bestimmt 6 Liter. Was der Papa so gesagt hat. Und jetzt wisst ihr schon das meiste über Apfelsaft. Holzpressen sind nicht so geeignet wie so welche Eisenpressen. Das ist die Eisenpresse. Ja. Genau. Allerdings kostet die 1200 Euro und die Holzpresse kostet 150 Euro. Außerdem ist die Holzpresse nicht so günstig. Doch, die ist günstiger. Aber dieses Geld nicht wert. Die kann man sich sparen. Da lieber zu jemandem hingehen, der es presst in die Mosterei und einfach nur ins Fass reinlaufen lassen. Da kann man sich den ganzen Stress sparen. So, jetzt ist fast endlich voll. Also ich würde es nicht mehr so machen mit der Holzpresse von eBay. Ich würde es lieber pressen lassen. Das ist richtig Stress. Ich bin den ganzen Tag beschäftigt. So ist jetzt mein Aufsatz, mein Umbau. Den schrauben wir jetzt da rein. Reicht, wenn es handfest anzieht. Schließen wir die CO2-Flasche an. Das habe ich jetzt mal auf 5 Bar voreingestellt. Das CO2 steht auf 5 Bar, die Flasche ist offen. Alles fest. So, dann müssen wir nur den Hahn aufmachen. So, ich habe es jetzt hier an der Schraube so reguliert, dass wir im Fass 5 Bar drin haben. Lassen wir jetzt mal so stehen. Morgen schauen wir wieder. Wir müssen eventuell nachregulieren. So, das kann man reinschütteln. Oder einfach das Fass stehen lassen. So, das Fass ist jetzt weit fertig. Ich habe es 2 Tage stehen lassen und immer wieder mal so geschüttelt. Wenn das Gas aufdreht auf 5 Bar und schüttelt so, dann wäre es nach 20 Minuten fertig. Und dann lässt es einfach 2 bis 3 Tage stehen. Das reicht auch aus, um das Fass mit CO2 zu sättigen. So, jetzt machen wir den ersten Versuch, wie unser Apfelsaft geworden ist. Alle Absperrchen mal auf. So. Jetzt soll eigentlich Saft rauskommen. Ups, oder?
Dann kurz würde ich viel's nicht. Warten wir mal. Riecht gut. Sehr gut. Auch mal probieren.